Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Allerspätestens seit der Veröffentlichung der AKI-Protokolle sollte klar sein, dass es viel aufzuarbeiten gibt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht fordert eine seriöse, aber auch eine konsequente Aufarbeitung der Corona-Zeit. Die immer noch in weiten Teilen geschwärzten Protokolle des RKIs wurden nicht etwa von der Bundesregierung bereitgestellt, sondern mussten über Jahre in einem langjährigen Rechtsstreit freigeklagt werden. Dafür sage ich erst einmal Danke an die engagierten Journalistinnen und Journalisten von Multipolar. Dass es viel aufzuarbeiten gibt, zeigt auch die immer noch anhängige Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen den im europäischen Vergleich überlangen Schulschließungen in Deutschland. Die Einlassung der Bundesregierung, dass es, man es ja nicht hätte besser wissen können, ist wenig glaubwürdig. Sie hätten es besser wissen können, wenn Sie auf andere Wissenschaftler gehört hätten, statt nur auf diejenigen, die Sie damals selbst bezahlt haben. Das gilt auch für die vielen, auch heute noch anhängigen Verfahren wegen Verstößen, etwa gegen die Ausgangssperren oder gegen die Kontaktbeschränkungen. Ich schätze gegenwärtig, dass etwa 16.000 Verfahren anhängig sind. Vor wenigen Tagen wurde ein 21-jähriger Berliner verurteilt, weil er vor 3 Jahren in einer Gruppe mit 6 Leuten unterwegs war und nicht mit 5. Hier ist in der Tat eine Generalamnestie erfolgreich, besser noch eine Generalamnestie notwendig, besser noch wie Slowenien eine Rückzahlung der Bußgelder. Wir brauchen eine seriöse und konsequente Aufarbeitung der Corona-Zeit. Das geeignete Mittel wäre für mich ein Untersuchungsausschuss. Vielen Dank. Dr. Christos Pantazis hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion.